Auf der Suche nach Orang-Utans sind diese Tierschützer in einem Wald im indonesischen Teil der Insel Borneo. Hier wüten derzeit zahlreiche Brände. Der beißende Rauch wabert durch die Bäume. Der Qualm gefährdet nicht nur die Aktivisten, sondern auch die Affen. Viele werden krank und sind unterernährt und dehydriert. Deshalb spüren die Tierschützer die Orang-Utans auf, betäuben sie und holen sie von den Bäumen, bevor sie herunterfallen. Als wir ankamen, war der Orang-Utan sehr schwach. Orang-Utans gehen Menschen normalerweise aus dem Weg. Deshalb mussten wir ihn betäuben, um ihn in Sicherheit zu bringen. Die Affen werden in diese Station gebracht. Doch auch hier sind sie nicht sicher. Der beißende Rauch zieht bereits durch ihre Käfige. Viele liegen apathisch herum. Die Tierschützer bereiten sich bereits auf eine Evakuierung der Station vor. Wie das genau gehen soll, ist unklar. Schließlich leben hier mehrere hundert Tiere. Der Rauch überzieht inzwischen auch Malaysia, Singapur und die Philippinen. Mehrere Löschflugzeuge und tausende Soldaten sind in Indonesien im Einsatz. Flüge mussten abgesagt werden und zahlreiche Schulen mussten geschlossen werden. Ausgelöst wurden die Feuer vor 2 Monaten von Plantagenbesitzern, die ihre Anbauflächen durch Brandrodung erweitern wollten. Die Behörden hoffen nun auf die Regenzeit, die normalerweise im November einsetzt.